Okay. Okay, also wir können uns jetzt darauf einstellen, dass immer die Klasse dabei ist, die Walls zumacht. Das ist ja mega. Ich glaube auch. Aber ja, ist man kann es halt einfach kontern, aber ich habe ein bisschen Angst, dass das halt... 3, 2, 1, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Perfect Heist 2. Mit allen aus dem Team Pizmeet und Dalukat. Hallo. Ich werde den Insider spielen, man kann ja an einer Stelle ganz gut bohren. Ich glaube, ich nehme dann den Ninja wieder, einfach um mich verstecken zu können. Also, oder Volt sprengen. Ich habe den Madman immer noch nicht benutzt. Ich benutze den jetzt, komm. Endlich mal den Madman. Aber ich habe den schon ein paar Mal gespielt und habe nie die Fähigkeit benutzt. Ich würde, glaube ich, mal den Piloten mal einfach just for fun spielen. Spielen wir den Piloten. Weil du sagtest ja, das ist, also die sagten ja, das ist eine relativ große Map. Wenn ich allerdings draußen die ganze Zeit mit dem Papierflieger rumfliege und die Leute abschieße, nervt uns der Rest halt nicht. So, dann ist das ja eigentlich egal. Ja, aber das ist der Rest dann gut. Soll ich einen Manager machen oder einen Spy? Ja, zum Beispiel könntest du den Spy machen, um die zu ärgern. Also, keine Ahnung. Dann probieren wir das mal schwierig, aus. Den Innenbereich abzudecken, finde ich. Wenn du halt zu zweit gegen vier bist. Ja, absolut. Den würde ich halt einmal gerne testen. Also Peter hängt die Walls auf, ne? Ja, ja, zwei Sachen. Okay. Also wir brauchen immer zwei Klassen, die Walls aufmachen. Ich habe mich jetzt kurzfristig doch noch für den Tech entschieden. Lol. Statt direkt jemand mit 2000, what the fuck. Das ist wieder meine Maske. Achso, ja. Meine Maske. Trump startet immer mit 2K. Okay, ich höre Leute laufen. Wo muss denn eigentlich upgraden? Was bringt das? Am Anfang fliegt er nur wie so eine Drohne umher und ich gebe 4 Upgrades, dann ist er schneller, mehr Panzerung, bessere Schüsse. Ah, oh, okay. Dafür muss ich so Kartons aufsammeln, die muss ich aber auf der Map erstmal finden. Ja, hallo? Was sind denn hier überhaupt PCs? Scheiße. Überall. Kommen wir überhaupt in die Bank rein? Ich kann nicht. Hintertür aufgelassen. Fuck! Ach, als... Ich hab ihn nicht gehört. Er ist nicht gerannt, er ist nicht hochgerannt. Fuck, ich hab ihn nicht gehört. Freunde, ich hab den Drill immer noch auf dem Rücken. Das ist aber Blasto. Ja, genau, die muss ich halt finden. Und das ist halt ein bisschen nervig. Das war mit Zip. Lol. Ist ja einfach schon erwischt worden. Ja, lief einfach schon mit Geld rein. Oh, hat schon direkt einer wieder Feuer gemacht. Okay, wie assi ist das denn jetzt gewesen? Überall, sagst du, sind NPCs. Ich habe noch keinen gefunden. Okay, ich guck weiter. Das ist richtig doof jetzt. Ich brauche aber den Drill. Oh Gott, er sieht mich nicht. Sieht 26, nicht 25, 24. Schon wieder da, du stehst hier einfach nur rum. Voll gut. Kannst du den Feueralarm aktuell so ein bisschen anlassen, weil der piept genauso wie meine fette Bombe. Ja, ich versuche. Wie lange geht deine Bombe? Ich spring den. Das ist ätzend, Alter. Zwölf, elf, zehn, acht, fünf, vier. Hat die diffused. Was? Ist ein Insider. Ach, deshalb hat er mich gekriegt. Ich lauf dem hinterher. Der läuft nach oben. Diffused die Bombe noch. Ist jetzt hier oben. Mach mal den Feueralarm bitte. Weiter. Wäre mega. Das ist nicht so einfach. Weil hier ist halt ein Drill am Laufen. Ja, aber der Insider, der. Oh, da kommt sofort vielleicht. Ja, da kommt jetzt einer hoch, Sepp. Ja, ist okay. Ich glaube, die haben Bohrer. Aber wo? Wo? Oder ist das der Fahrstuhl? Hier! Bist du jetzt ein Gegner? Bohrer? Ja, das ist jetzt gerade offen. Guck mal, hier sind auch noch Packages. Hier. Weiß nicht, kann der den kaputt machen? Ja, der hat den Drill gesehen. Ist aber schon offen. Also der Drill ist durch. Die sind schon zu spät. Mega. Das heißt, wir haben schon ein Volt da auf. Peter, hier könnte ein Insider sein. Ach scheiße, jetzt kann ich hier die PCs nicht hacken. Okay. Warum nicht? Wenn er ein Insider ist, der mich anguckt, dann ich weiß ja nicht, welcher von denen. Ja, ist gut. Ich plante sonst die Bombe nochmal.
Kann das sein, dass im oberen Vault... Wenn der nochmal kommt, kill ich den. Also ich glaube, im oberen Vault campt einfach einer. Nee, der ist hier. Okay, der ist bei mir. Einer kommt gerannt. 14 Sekunden. Ja, der kommt jetzt runtergerannt. Jetzt... Sind beide bei euch? Nee, wir wissen nicht, wo der Insider ist. Okay, kann auch sein, dass der jetzt zu mir hier kommt. Also das Feuer im Hauptraum wurde noch nicht ausgemacht. Kacke. Ach, fuck, Christian hat mich. Bombe explodiert. Das Feuer werden sie anlassen. Und Bram ist dabei auch gestorben. Der untere Vault ist offen. Okay, ich werde hier oben. Jo, Bram war hier als Insider. Ich gehe oben dann ausrauben. Oh, Christian, ich sag dir Bescheid, wenn die kommen. Ich bin richtig am Arsch gleich. Du hast Maske auf. Ja. Ja. Wo ist der? Der ist unten an der Bombe, die jetzt explodiert. Geil, ich bin gestorben. Nice. Sehr gut. Oh mein Gott. Aua. Da ist so viel Geld hier. Da liegen 20.000. Okay, wie machen wir das jetzt am besten? Du bist fast tot. Ja, ich hab noch 1%. Ey, Sepp, willst du mein Geld mitnehmen? Immer. Also ja, eigentlich krieg ich keinen Schaden von den... John Mo! Warte. Ist hier die... Ah, hier sind... Okay, pass auf. Ich Alter, ich bin Spider-Man! Ja? Okay. Alter, wir sind... Ich könnte versuchen, das rauszuschmeißen zu... Lol. Okay. Was ist denn jetzt passiert? Boom! Immer allein... Will ich Steuerung hinkriegen? Ja, haben sie. Oh, Alter, war das schnell. In einer Runde. Gar keine Chance. Vielleicht sollten wir das Geld ein bisschen nach oben setzen, deutlich. Vielleicht solltet ihr den Vault einfach besser beschützen. Ich weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Ich weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Vielleicht sollten wir den Vault noch ein bisschen besser beschützen. Du weißt doch, wie viel Stellen, was passiert ist. Der hat, glaube ich, 80.000 Geld drin. Ja. Ja, okay, wir können ja Geld höher setzen. Wir können von mir aus auch sprinten und so anmachen, dass ihr durchgehend sprinten könnt. Ich weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Plötzlich sagt Sepp einfach, Leute, wir haben jetzt gewonnen und wir haben noch... Wir haben jetzt gewonnen und dann, wir haben noch gar kein Geld rausgebracht. Aber Dalu, wie viel Geld hattest du gerade? Ich glaube 28 oder 18. Ich hatte halt Juwelen, die alle ausgeraubt, während die beschäftigt war. Also oben im Vault sind 100.000, wenn ich das richtig sehe. Also der lohnt sich auf jeden Fall mehr zu... Der untere ist ein bisschen schmutzig Schmutz. ...beschützen. Der ist aber auch schwieriger dran zu kommen für uns. Wollen wir 150.000 machen? Ohne den oberen Vault, der wirklich einfach zu verteidigen ist, ist das super schwierig. Wir können ja probieren. Ja, probier mal aus. Ich sehe da eher noch einen Vorteil für die Cops. Krass. Das hätte also es gibt halt einen Vault, Peter, der 100.000 drin hat, die anderen haben, weiß ich nicht, 20.000 oder so drin. Also ich glaube insgesamt haben wir, wie viele Runden haben wir jetzt gespielt? 8? Davon müssten wir 3 oder 4 gewonnen haben. Hätte ich auch gesagt. Scheiße, das habe ich irgendeinen Dulli. Ich habe den mit dem... Muss ja aufpassen hier. Oh, scheiße, ich auch. Oh mein Gott. ja, ich bin... Was bin ich denn? Heavy. Ich kann aus dem Hubschraubschraub holen. Ich mache Hinge mal einfach alle Türen, ja. Und ich... Ah, stimmt, ich kann einfach hier mit der Panzerfaust einfach Wände wegmachen. Ich weiß jetzt, wo das geht. Egal. Da kann ich den unteren Vault aufmachen. Hab mal den Ferdi-Mann genommen. Nein, nimm mal den Ferdi-Mann. Wir hoffen, dass wir dann ein paar Bots kriegen, die einen unterstützen. Da kann man die Wand von wegsprengen. Sepp ist mit dem Mechaniker Global Rank 31.000. Wir haben ein Pferd. Geil. Ja, wir haben ein Pferd, Freunde. Ein Pferd? Ein Pferd. Draußen steht ein Pferd. Hier in der Lobby ist einer, bei mir direkt. Okay. Der hat dich, glaube ich, auch erkannt. Alter, ich bin so ein Idiot, ne? Hattest du eine Bombe auf dem Rücken oder so? Ich hatte eine Maske auf. Wieso habe ich denn eine Maske auf? Wieso liegt hier Stroh rum, Junge? Ja, aber ganz ehrlich, wieso laufe ich denn einfach mit Maske direkt rum? Was ist das denn? Manchmal laufen Leute echt komisch. Da bin ich mir dann nie sicher, ob das nicht... Da haben wir schon den ersten. Ob das dann ein Bug ist. Das ist ein Bug. Also würde ich sagen. Jetzt ist hier hinter der hier, der läuft die ganze Zeit seitwärts. Wäre so ein Ding, das ich sagen würde. Noch Peter geholt. Nice. Hier hat einer. Ich spiele einer Pickpocket. Was macht der?
Ja, der schmeißt die Münze. Ich hab M für Karte gedrückt. Als ob der das direkt erkannt hat. Das waren unsere extra. Also, hier vorne ist die Managerin. Ja, ich würde sagen, Leute, wir stellen das Geld gleich mal runter. Oh, die haben, die haben Bots. Hier in der Lobby. Haben die denn Bots? Ach, wegen der Tante. Beide in der Lobby. Nee, die eine ist hier oben. Die Managerin ist hier oben bei mir. Das kann, also dann hat ein Bot gerade. Die Managerin ist bei mir. Genau, dann ist das ein Bot. Nervig. Blut. Der Bot jetzt? Managerin bei mir. Soll ich die abknallen? Das ist nur eine bei mir. Die Managerin tendenziell abknallen oder nicht? Ja, nur wenn es safe ist. Wenn wir sterben, ist RIP, ne? Bob also, kommt jetzt, einer kommt jetzt gleich hoch, schafft es gerade nicht, die Treppe hochzuspringen. Beide hier an der Treppe. Wie konnte man denn den Eine Wald? Geht wieder hoch, einer bleibt in der Lobby. Okay. Voll geil, die Bots machen auch die Dingens aus. Das Feuer. Ist mega geil. Guck mal, hier sind jetzt gerade ein paar... Okay, Bot hat einen Sass. Einer läuft hier hinten in irgendeine Ecke. Hui! Na gut. Warte mal, ich kann nicht durchs Feuer. Wieso kann man nicht durchs Feuer springen? Was ist denn da los? Du bist doch kein Actionheld. Oh, warte mal, die Tür kann ich hinten anhutschen. Ich bin in einem fucking Vault drin? Wie hab ich das denn gemacht? Also nichts. Einfach Houdini. In welchem Bus? Ja, da kommt hier unten in der Lobby. Ich hab einen Bot verhaften lassen. Ich bin absoluter Profi. Du bist oben. Ich geh gleich nach oben. Ich war genau hinter dir. So. Ah, hier ist ein Feuer. Botcop Easy hat Botcop Easy angeschossen. Hä, sind die dicht? Was machen die? Okay, Sepp habe ich gekillt. Wer war hier? Nice Teil. Glaube ich. Ich hab einen Bot verhaften lassen. Ich bin absoluter Profi. Bot hat. Was? Scheiße, NPCs besiegen mich. Oh, ich wollte die blöde Managerin töten. Das war unnötig. Ich dachte, mit Two-Hit kriege ich die. Sebastian. Ja. Außen an der Wand gibt es eine Leiter. Und an dieser Leiter kann man hoch und dann kann man in so einen Vent rein. Ja. So, und ich bin durch diesen Vent rein. Ja. Kann aber durch diesen nicht mehr raus. Was ich aber tun kann, ist dir Geld geben, weil ich diesen kompletten Vault leer gemacht habe. Ich bin 52. Tut. Dafür musst du aber in diesen Vent rein, damit ich dir zuwerfen kann. Ja, und ich bin tot. Sepp ist tot. Ach so. Aber Christian kann von außen dir die Wand aufschießen, dann kannst du da raus. Auch gut. Ja. Aus der Lobby. Oh ja, hier ist der Vault offen. Aber da ist die Wand offen. Sind sie schon leer? Nee. Also schon leer, oder? Nee. Ich muss aber nachladen. Ja, okay, dann stell sich da hinten bei dem Backautomaten. Ich muss mal eben kurz in der Ecke meine Panzerfaust nachladen. Oder jemand anders geht in den Vault und ich kann das Geld geben. Christian kann einfach von unten mit dem Raketenwerfer gegen die Wand schießen. Da, hier unten in der Lobby ist einer. So, wo ist Peter? Über dir. Und über dir kannst du eine Wand aufschießen. Genau oben links. Oben rechts. Nee, oben rechts, glaube ich, war das. Ja, krieg ich du kannst ja aus dem Gas einfach rausschießen. Ja, Feier! Boah, Mann, und ich lauf voll in die Scheiße rein. Welch? Ist da nicht voll Feuer? Ja, hier. Kannst aber nicht ausmachen. Na, vielleicht macht Botcop Easy das. Ja, dem ist dann nämlich scheißegal, dass er verreckt. Wo denn? Da? Rechts? Um rechts. Ja, im Gas. Im Gas stand einer. Das ist belastend. Er hat sich nicht gerallt. Das war der Cop. Nee, das war ein Bot. Also so ein Bot. Ach so, ein Bot war das. Ach, Botcop Easy da. Auf wen schießt denn der einfach random? Drohne? Der hat aufgehört zu schießen. Und Peter kann einfach das Geld selber wegbringen. Ist mir auch gerade aufgefallen. Peter, die Wand ist doch offen. Achso, ja, ich hab die Wand zur Lobby aufgemacht. Ich dachte, das wäre safer vielleicht. Auf jeden Fall ist das... Okay, das ist auch nice. Wieso hört denn der Bot wieder auf zu schießen? Oh, sie haben mich gefunden, aber... Also nicht mich, sondern die Drohne leider. Wenn es eine Drohne gibt... Hab sie abgeschossen. Ah, Mist. Botcop Easy ist vergiftet worden. Willst du irgendwo speziell abgeben?
Ja, ich habe das Geld liegt draußen. Ich komme jetzt hier mal aus der Vault rausgesprungen. Wo denn? Dann lasse ich den Heli dahin. Oh, der läuft draußen rum und beschützt das Geld. Von wo kam die Drohne? Die ganze Lobby ist unter Gas. Ja. Keiner läuft. Weißt du, da in den Raum, wo du mal als Mini-Me rumgespielt hast? Da ist der. Nö, der Bot. Ach, der macht das nicht aus. Oh, das ist aber weg. Mies. Oh, stimmt, der stirbt doch an dem Gas. Das Feuer ist wieder an, du kleiner Ganove. Ah, hinter dir ist die Managerin. Okay, woran arbeitet ihr gerade, dass ich helfen kann? 60.000 abgeben. Ich hab mach mal unten Feuer an. Ich gebe es schön. Sind leider so viele fucking Drohnen. Also nicht Drohnen, aber hier sind super viele von den kleinen Paketen, die sie da gerade nutzen. Und jetzt kommt denken, was macht der Helikopter, wenn du den rufst? Kannst du da abgeben. Ah. Das ist aber nicht so nice. Das ist einfach viel zu hoch, das Geld. Aber egal. Wenn du unten Feuer anmachen würdest, würde helfen, Peter. Ja, Dalu, kannst du hoch? Hab ich. Einer ist draußen, oh, nee, da ist und bewacht die 60.000, Peter. Feueralarm ist an, aber wurde instant wieder ausgemacht. Ja, ja, mach ich gleich nochmal. Ich hab sie gleich, die Manager ist gleich tot. Außer sie killt mich jetzt, dann haben wir verloren. Feuer wieder angemacht. Sie ist runter, sie ist runter, sie ist runter, sie ist runter. Jetzt kommt sie. Wir brauchen woanders Geld her, die 60.000 können wir nicht nehmen. Okay. Also können wir schon, aber sie stirbt aber nicht da, einen wegmachen. Mr. Disguise. Ich meine, können wir ja machen von mir aus. Der wollte hier unten sollte aber auch offen sein. Ja, der ist nicht offen. So, noch mal rein. Und noch mal raus. Das ist aber nicht so nice, weil da eben direkt ein Package ist. Das ist problematisch. Hier oben habe ich gerade einen erwischt beim Feuerlegen, aber der hat eine Gasgranate dann geschmissen, da konnte ich nicht auf den schießen. Du kannst zumindest die Gasgranate kaputt machen, das weiß ich. Na, schon mal etwas. Theoretisch. Geh mal aufs Dach, um zu gucken, ob die fliegen, wann die fliegen, wie die fliegen. Weil hier unten sind halt so viele Packages, die sie halt zocken können. Nice, boah! Botkop easy, Ehrenmann. Oh, ja, du stehst ganz oben vor dem großen. Ah, sie hat einen Sass auf den. Ist egal, ich bin weg. Sie hat einen Sass auf einen. Ich bin weg. Naja, jetzt geht's ja auch. Ist doch okay. Versuch dich zu decken, Christian. Komm da nicht hoch. Die beschützt einfach den Tresor oben. Ja. Fuck, hier ist ein Bot. Und außen ist der NPC. Der Bot hat dich gekillt, oh mein Gott. Ja, der hat auch gebotet. Nice, Dalu. Der Bot. Du brauchst aber Feuer oben. Genau. Aber das heißt, draußen liegen noch mal. Ach, oh, die Managerin. Ein, da liegt direkt Geld, Peter, links. Hallo. Hinten links, 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 links. Dalu, links, hinten links musst du hin. Und da geht jetzt die Tür auf zum Tresor. Okay. Versuch den mal zu holen. Unten der Tresor ist leer. Da, rein. Und jetzt kannst du richtig leer machen. Und geh links, Peter, da. All das Geld brauchen wir, sonst haben wir verloren. Da ist doch direkt der Hubschrauber, damit du abgeben kannst. Wird der nicht bekämpft alles? Ja, weiß ich nicht. Ja, Dalu holt gerade das krasse Sekunden, Geld, also try. Nee. Ja, Hopp oder Top, Peter. Ja, ist ja gut. Ganz oben jetzt halt. Hab ich schon verstanden. Ab Dalu. Guck mal von da aus in den Tresor rein. Was? Von nee, der ist durchs Feuer reingekommen. Das Feuer hat die Exit-Tür geöffnet. Ein bisschen Backup gebraucht. Leute. Peter, okay, was? Ja, das hättest du mal sagen müssen! Nein, das war gut, dass ihr euch so aufgeteilt habt. Was machst du denn jetzt? Okay. Sechs, du musst jetzt Geld aufnehmen, was vor dir liegt. Alter. Oh, Alter. Kann ich nicht. Das ist schlecht. Verloren. Scheiße. Aber gut, das wäre eh zu wenig gewesen. Beides zusammen wäre zu wenig gewesen. Oh nein! Oder? Ja. Und der hat ja die abgeschossen, deswegen dachte ich halt, okay, dann müssen wir den mal da an. Lol, ist nach rückwärts gelaufen? Ja, den denke ich mir auch gerade die ganze Zeit öfter mal. Ah. Boah. Ah. Ich wollte gerade sagen, so, oh, einfach verloren, aber. Oh Mann, ey. Uiuiui. Ah.
Das hat überhaupt nicht funktioniert. Wieso hast du denn dann noch die Drohne genommen? Ja, weil ich dachte, da steht einer von den Cops. Ich weiß auch nicht, wo die waren, ehrlicherweise. Ja, bei Dalu oben. Ja. Ach so. Weil oben Dalu gerade den Riesentresor leer gemacht hat. Poison hat so viel Spaß. So, ja, scheiße. Hätte ja trotzdem nicht gereicht. Poison ist super. Verdammt. Tja. Okay, dann auf eine weitere Runde. Also, ich würde jetzt wirklich zum Abschluss gehen, wieder auf Mafia-Boss. Ich gehe auf Micro. Waffe. Also wenn die, ich baller die Managerin jedes Mal. Okay, ich mach den Distractor. Ich mach hier die Kameras weg. Ich kann ein bisschen Decoy machen und Molotovs schmeißen. Ich hoffe, ihr kriegt da aber keinen Schaden von, oder? Doch, kriegt ihr bestimmt. Egal. Ist ne, wenn einer mir unten Feuer macht, dann kann ich oben überall Feuer machen. In den Tresor rein und mich einfach als Tiny dahin campen. Die Hilfs-Sheriffs haben die echt unter Probleme gesetzt, habe ich das Gefühl. Ja, für beide den Sheriff spielen. Die Sache ist, du kriegst halt nur pro Cop-Kill dann das, ne? Also, du kannst natürlich das auch machen, Sheriff spielen. Ja, für jeden Robber-Kill kriegst du halt einen Deputy. Dann würde ich nochmal den Spy machen. Ja. Kann auch Sinn machen, dann kannst du nämlich sagen, wo die sind im Zweifel. Nee, warte mal, ich gebe. Kann jemand der Drohnenmann werden? Bitte. Ja, kann ich machen. Ja, kann ich auch machen. Pass auf, ich gehe da als Joker rein, Sepp, und dann habe ich doppelt so viel Geld. Und du holst das mit der Drohne da raus. Ja, aber denk nur, die gucken mittlerweile nach den Joker-Karten. Ja, aber für die war der Vault nie offen. Ja. Das merken die gar nicht, die kommen ja gar nicht da rein. Das kriegen die ja nicht mit. Das stimmt. Ja, moin, was Alter, du machst die. Ja, ich hab die Türe aufgemacht, bin reingegangen. Also, vorne. Ich hab draußen auf einem Polizeiauto Tommy Guns hingelegt, so ein bisschen provokant. Direkt Christian geholt. Stark. Auf dem Polizeiauto. Ja, da, von der Seite. Ich hol mir eine. Ich hab die da provokant hingelegt. Wieso ist die in eine Kiste? Schön auf dem Polizeiwagen. Ich komm ich nicht rein, hier ist eine Kiste auf einmal, die Waffe hängt noch nicht hier. Oh Leute, jetzt habe ich den Decoy-Launcher ja nicht mehr, sondern meine. Ich dachte, der ist die Hauptwaffe. Der ist auch eigentlich die Hauptwaffe. Ist gerade einer auf das Dach geklettert. Aufs Dach. Ah, schwierig da hinzukommen. Ja. So diese. Aber wenn du ihn jagen willst. Ich guck einfach mal. Du nimmst keinen Zwang an. Überleg gerade, wo man denn hier am smartesten mal langlaufen kann. So, ich finde das halt super groß, diese Map. Aber, nee, das ist meine Pistole. Oh, die haben hier einen Bot. Ein Bot ist unter dir, Peter, der versucht dich zu finden, aber der kann die Treppe nicht hoch. Die Kiste war vorhin noch nicht da und also ich weiß nicht. Wollt ihr jetzt einen Feueralarm oder nicht? Ich müsste dann erst nach ganz oben warten. Kommt ein Kopf nach oben zu Peter. Die haben einen Insider. Echt? Ja, die haben einen mit einem. Der ist auch als Businessmann im Businessbereich gerade unterwegs. Oh. Geht hier. Werden irgendwelche Mollys geworfen. Ja. Oben oder unten? Oben. Die haben wieder die. Also nicht ganz, ganz oben, sondern auf dieser mittleren Etage, wo man halt hoch. Ja. Ich versuche scheiße, wenn ich jetzt ein Feuer lege, ist die Chance. Bist du sicher mit dem Insider? Ja, ich habe da einen reinrennen sehen, verkleidet. Löschen denn die Bots auch Feuer? Okay. Dann haben die sowohl Bots als auch den Insider. Okay, das heißt, die haben oben den Insider, den Vault beschützt. In der Lobby, ja, irgendwo oder? Feuer an? Nee, ist nicht in der Lobby. Hab ich einen über uns. Im ersten Stock. Er ist nicht im zweiten. Da ist einer. Wo ist da? Genau vor mir. Gut. Nice. Ja. Okay, von euch hat niemals jemand eine Kiste aus so einem Vent weggemacht, oder? Nein. Eigentlich gibt's die da nicht. Okay.
Okay, Ado, der Insider ist. Der Insider ist draußen und macht gerade mit mir geilen Fight. Okay, ich bin gestorben. Okay, Dado, okay. Er kommt hoch. Unser ganzer Plan ist damit im Arsch. Diese Kiste war vorhin nicht da. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es auch nicht. Wo Kannst du die Kiste nicht wegmachen einfach? Nee, ich wüsste nicht wie. Kaputt schießen? Habe ich versucht. Hab zwei ganze. Dann ist holt euch doch mal. Wir haben noch einen Ass im Ärmel. Holt euch die Tommy-Guns vom Polizeiauto und wir machen die fertig. Ja. Ich würde noch einen Try oben auf den Vault geben. Okay, letzter Versuch. Dann schießen wenn wir unten, sonst mach ich die wenn wir unten Feuer machen. Ey, ich habe das Feuer ausgemacht. Geh mal kurz gucken, ob einer oben in der Vault ist durch das Feuer. Ah, okay, der war hier im Vent. Hier oben ist ein Korb. Ich habe nicht getroffen. Mann, wir hatten so einen guten Plan. Ich bin so piss deswegen gerade. Verstehe ich. Okay, Feuer ist an. Scheiße. Als ob in dem Moment Jay mir genau entgegengesprungen kommt. Okay, ich nehme an, der Plan ist schiefgegangen. Alter, tötet sie einfach. Ah, hier oben. Ich bin's. Oh, LOL! Ja, richtig unlucky Sepp! Genau vor deiner Nase. Richtig unlucky Sepp, Alter. Ich wollte genau da auch rüberspringen. Richtet sie einfach hin. In dem Moment, wie lang war der bitte da oben? Alter, Scheiße. Einer kommt hier die Treppe runter, Dalu. Ja, perfekt. Alter. Ich sehe erstmal einen NPC. Ja, ich mache ja noch einen NPC. Ah, oh, Jay weg. Ja, NPC ist mega. Immer noch nicht die Tommy ganz gecheckt, ehrlicherweise. Am Spawn. Der so stark ist die aber nicht. Du musst ein bisschen, also ist halt schon stärker als eine Pistole auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Läuft. Christian hat mich gemacht. Der ist irgendwo im ersten Stock. Ist schwierig zu erkennen. Christian, du könntest, wenn Feuer ist, da Läuft. Obram hinter dir stand. Ja, da stand er direkt hinter mir. Ich bin ja gerade in der Taskforce mit meinem Botkop Easy unterwegs. Hab Christian gemacht. Nice. Dann, du kannst noch zwei Bots töten. Ihr seid noch zu zweit. Ihr müsst noch 150.000 holen. Nee, ihr müsst einfach nur zwei Bots töten und einen Dude. Ja, aber da müssen wir trotzdem das Geld holen. Das wissen wir. Ja, aber das ist eigentlich nicht so, wie ich Perfect High spielen wollte. Ja, aber ich hab einfach abgelassen. Wie findest du die Taktik? Bin ich. Hast du nochmal Feuer? Toll! Das war er nicht. Ich dachte, das wäre gerade Dalu. Scheiße. Oh, das tut mir leid. Ja, Dalu ist halt auch direkt daneben. Ja, Botkop easy! Nein! Hinter dir der noch. Oh, der checkt sich! Der muss nachladen, jawohl! Okay. Ein Leben haben sie noch. Bram lebt noch. Peter, du musst ein bisschen noch nach Bots gucken. Ich folge dir mal. Da vorne ist ein Bot direkt vor dir. Wir brauchen Moneten. Okay. Ah, die Kameras sind leider deplatziert. Ich kann jetzt nur bei Botcops gucken und so. Das ist der letzte leider. Hinter mir kommt noch ein Bot, oder? Nein. Nice. Ich hab Bot verhaften lassen. Ich guck die Treppe runter, Peter. Da kommt einer. Da kommt er, das ist der Bram. Insider. Das ist Bram. Das ist Bram. Das ist der letzte. Schwein. Natürlich. Oh. Ja. Das ist dein letzter Leben. 101, Peter, 101. Nee, es ist ein NPC mitgespawnt. Das hier ist ein NPC. Du hast aber noch zwei tolle Hilfs-Sheriffs. Okay, haben nur noch einen. Du warst es. Nice. Okay, das letzte Mal gibt's One on one gegen Peter. Nee, das war der Cop. Okay. Jetzt wissen wir nicht mehr, welcher Bram ist. Ja, Peter will nicht so gewinnen. Ja, Peter, nee, das ist doch überhaupt Peter will nicht so gewinnen. Ja, aber Peter muss, wenn der Plan schief geht, einen Notfallplan haben. Und da waren unsere Waffen. Warum nimmst du die Maske nicht als Joker? Ja, wen haben wir denn warum dafür ausgegeben? Wenn du in den Keller laufen willst, könntest du die Kameras ausmachen. Dann kann ich dir da helfen drüber. Okay. Ich sag dir, wo der Weg theoretisch ist. Wer ist denn da der Peter Praktikant? Hinter dir! Oh Gott! Ah, die Tommy Gun hat er aber! Okay, reicht aber nicht. Oh Gott. Alter, Peter. Nimm doch wenigstens die Maske ab. Peter, die Maske und die Waffe! Sehr gut. Geradeaus durch. Ja, geradeaus durch. Da sind die Kameras. Ja. Botkop easy. Der ist draußen. Der ist draußen vor deiner Nase. Wenn du die Tür aufmachst. Nee, oben hochgehst und die Tür aufmachst.
Ich weiß nicht, welche Farbe der hat. Botkop jagt ihn gerade. Guck mal. Weiß nicht, ob der Geld gerade da sich hingesetzt. Der ist unten, da, unten rot. Pass auf, hinter dem blauen Ding. Der rote mit der grünen Mütze. Das ist der recht böse. Er kommt aus der Tür links, einer. Oh, der kommt zu dir. Der kommt angerannt. Da kommt der andere auch. Das ist der NPC. Das ist ein Bot. Und links ist Bram. Ja. Das ist der andere auch. Bram auch links. Kommt jetzt auch. 101! Peter, zeig deine Global Skills. Er ist links um das Hausding rum. Er ist links, da noch. Er links guckt am durch Haus. Die Scheibe. Ja, links sind durch die Scheibe. Du musst ihn pushen. Ja, du musst auf jeden Fall pushen, weil du brauchst das Geld dann auch noch, Peter. Nee, warte mal, mein Trick funktioniert. Ah, okay. Ey, lass den doch einfach da stehen. Obwohl, der kann sich umziehen. Da hat er keinen Blick drauf. Kann sich halt umziehen. Also, könntest doch, sich ich auch umziehen. Aber auch. Ja. Nice. Das hat er nicht gesehen. Aber der könnte ihn einfach abschießen. Ist der immer noch? Weiß ich nicht. Konnte ich nicht sehen. Ich habe keinen Blick drauf gehabt, leider. Ich glaube, er ist weg. Ist er das? Ist er das? Hat er sich verwandelt? Ja, ist ja egal. Nicht. Peter könnte beide abschießen. Peter. Jetzt haben wir nicht gesehen. Jetzt ist er weg. Ich glaube, das ist er. Ja. Geh auf den rechts im Park, der rote. Rechts im Park, riskier's. Geh da geradeaus da am blauen Auto jetzt. Hinter dem blauen Van. Auto. Da kommt der jetzt kommt. Ah, scheiße. Da ist er. Schießt auf dich. No. Wohin geht er? Ja, er ist immer noch rot, grün. Ja. Er ist immer nach unten am Spawn. Ich bin tot, wa? Ach so, lol. Ja, okay, jetzt muss der 150k alleine schaffen. Ja. Ja! Nice, jetzt musst du looten gehen. Okay, ja, komm, Alter, was soll ich jetzt noch looten gehen, ey? 150.000. Feueralarm und nach ganz oben. Oh mein Gott. Feueralarm und ganz oben. Du brauchst aber Geld auf dem Rücken, Peter. Ja, mach einfach Feueralarm unten rechts an im Hauptraum. Da ist doch ein Dingens. Seid ihr sicher, dass alle NPCs tot sind? Und ja, die sind alle tot. Steht dann kannst du auch die Maske schon mal anziehen. Nein. So, jetzt mal ganz. Nimm Fahrstuhl. Ganz nach oben. Also, sonst hätte ich gesagt. Rechts aufmachen. Da ist offen. Da. Und jetzt gönn dir alles. Gönn dir, Peter. Oh, der Joker, der gönnt sich. Voll. Okay, hier ist ja wirklich super viel. Ja, reicht. Ja, da sind 100.000 und. Krass. Du kommst da nicht durch. Nein, Peter, raus! Normal! Schmeiß dich aus dem Fenster. Nein. Er hat eine Minute, jetzt noch rauszukommen. Peter findet den Weg nicht. Oh Mann, Peter, Alter. Du musst normal den Weg runter. Und dann kannst du. Kannst da hinten die Tür raus. Ja, oder da, da runter geht auch. Ist egal. Ja, aber die Treppe runter und durchs Fenster. Doch. Guckt euch an, wie er stürmt. Oh. Juppa Gicht. Jetzt nicht an Fallschaden sterben. Ja, das wollte ich auch vermeiden. Also, so viel krass nicht. Oh! Peter, nice! Moment, ist das da wirklich ein Escape-Vehicle? Warum will man das nicht angezeigt? Doch, doch. Dammit, Alter. Kannst auch hinten am Kofferraum da drücken. Ja, wollte ich aber nicht. Holy shit. Alter, das war ja schon wieder eine absolute fucking crazy Runde. Peter, woher wusstest du, dass ich der Besucher bin? Ja, pass auf! Ich bin hochgeklettert und dann einmal über dich drüber quasi gelaufen und der ist aus der Richtung gekommen. Und du bist unter mir hergelaufen, während ich legit einen halben Meter über dir, über diesen. Na gut, und du hättest auch keinen Nachteil gehabt, einen Besucher zu killen. Nee, eigentlich nicht, aber ich war gezwungen, überhaupt zu ballern. Ich wollte überhaupt nicht rumballern, aber alle waren schon tot. Aber du warst der Insider, ne? Und du hast mich dann auf dieser Treppe gefunden. Ja. Da war in dem Van eine fucking Kiste, die da vorher nicht war. Das war einfach beschissen. Unsere ganze Planung war für den Arsch. Wegen dieser einen Kiste bin ich auch nicht vorbeigekommen. Ja, die Kiste war vorher nicht da und unsere ganze Planung ging wegen dieser Nummer nicht auf. Ich möchte mal kurz sagen, wir wollten wirklich einen guten Heist machen. Die Mafia-Sache war nur der Notfallplan. Selbst so, ich hab noch eine Idee. Und genau in dem Moment kommt mir Jay entgegengesprungen. Das war nice. Das war richtig unlucky. Ich hab so lange gewartet und dann springe ich da rüber und dann springe ich gegen Jay so. Am Anfang der Runde, so, ich gehe jetzt in die Bank rein, durch den ganz normalen Eingang, mach die Tür auf, steht da einer bummtot. Okay. Also, wilde Runde, muss man zugeben. Aber ja. Kannst du eigentlich in den Einstellungen umstellen, dass du da nur looten musst? Das ist irgendwie, das finde ich halt langweilig. Das war knapp. Also, man muss aber das ist halt trotzdem so, wir haben halt versagt als Cops, wenn beide tot sind. Das finde ich halt kacke, dass da noch gelootet werden muss. Das sieht dann irgendwie alles nur kacke in die Länge. Das kann ich einstellen. Ja, also das ist Quatsch, finde ich.
Das ist das, was, glaube ich, der Chat meinte. Ich habe die Overtime vergessen anzumachen. Nein, das ist eine Overtime für, solange nicht alle Robber tot sind, geht's weiter. Das, das ist ganz normal. Ja, das können wir. Ich habe damit gerechnet, dass Peter noch irgendwie von einem Bot weggemacht wird oder so. Aber das ist absolut richtig, das ist Quatsch. Ja, ich weiß. Trotzdem war lustig. Aber das war's, oder? Ja. Das war's. Das war wieder eine verrückte Folge. Perfect heißt 2. Denkt immer dran. Nehmt's nicht zu ernst. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin. Haut rein. Tschüss. Das ist so das Motto. Das allbekannte Motto. Denkt immer dran. Nehmt's nicht zu ernst.